Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Triptychon, hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Was Hilfreiches in der Nachricht? Sieht aus, als müsste man irgendwas zusammensetzen oder so. Ein Runensymbol. Bei den Hütern habe ich ähnliche Symbole gesehen. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube nicht. Ich konnte keine Spuren bei deiner Schwester entdecken. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Nein. Ist es mit unserem Gemeinschaftsraum verbunden? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Okay, voll geheim hier. Ich sprich mit Sebastian. Sebastian und Ominous wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, um Boys dabei ging. Nicht streiten, Boys. Nicht streiten. Ich gehe mir Samen kaufen. Ich gehe mal in diesen Tierbedarfladen. Honigtopf, der Süßwarenladen-Honigtopf, verkauft eine Vielzahl magischer Süßigkeiten von zischenden Wispies bis hin zu explodierenden Bonbons. Kunden sollten genau wissen, was für einen Effekt sie erwartet, bevor sie die Waren dieses Ladens probieren. Spikoskop. Ein Spikoskop ist eine Art Antiobskurant und dreht sich, pfeift und leuchtet auf, wenn es jemand in der Nähe entdeckt, dem man nicht trauen kann. Es sollte allerdings mit Vorsicht benutzt werden, da es das Ziel sofort auf diejenigen aufmerksam macht, der es einsetzt. Schön. Magische Post. Die Rohre im Postamt sortieren auf magische Weise die Post. Das Postamt selbst beherbergt über 200 Eulen, deren Farbe anzeigt, wie schnell ein bestimmter Brief oder ein Paket zugestellt werden muss. Dann würde ich eigentlich gerne wieder in den Raum der Wünsche. Und ich habe mir was für die Tiere gekauft. Yay. Oh, er hat es eingesteckt. Oh, es schläft. Hey, guck mal. Guck dir das an. Ja. Ja, es spielt damit. Ich kann nicht. I'm done. Ich muss einfach heulen. Das ist so schön. Ich glaube es gerade gar nicht. Die spielen mit diesem Ball.
Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Ah. Ich bin fertig. Das ist doch toll, wenn das alle toll finden. Dann rennen alle dem Ball hinterher. Tada! Ja! Ja! Und die Katze spielt auch damit. Leute, ich kann nicht mehr. Das macht mich gerade so glücklich. Oh, ich bin zu müde für sowas einfach. Ich muss einfach heulen. Ich kann nicht mehr. Das ist so süß. Great. Ich weine nicht, du weinst. Das hat mich, das sind einfach Freudentränen, Leute. Also ich, es sind einfach Freudentränen. Das macht das mich so glücklich gemacht gerade. All ihre gebrauten Tränke sein. Leute, von heute. Ich habe erst jetzt herausgefunden, also einfach bei 36%, immerhin wenigstens, man kann einfach bei Ausrüstung einfach, da habe ich jetzt nichts, aber man kann einfach einen Hut anziehen. Und man kann einfach hier Erscheinungsbild ändern. Und das sind die ganzen Erscheinungsbilder, die wir unterwegs finden. I'm so stupid. Ja. Jetzt habe ich diesen Slytherin-Mantel angezogen. Ach, Leute, wirklich. Manchmal, ne? Muss ich da noch irgendwas zu sagen, ja? Das ist typisch, ja. Also, wir müssen zu Madame Kogawa. Fluppdi-dupdi-du. Und außerdem. Müsste das da zwei sein? Und jetzt müssen wir mal auf dem Dingsi-Bumsee, den ich da gefunden habe. Where is it? Hier. So, jetzt wartet mal. Ich mache hier mal ein Foto davon. Also. Mathematik. Also. 0 plus 3 sind 3. Plus 2 und 2 ist dieses komische Ding hier. So, und dann Einhorn ist 1, sind 5, das da. Oh! Rebellion. Look at me, brain. Obercool. Nice. Ja, gucke mal. Den kann ich jetzt auch aufschließen. Muss ich mal wieder mehr durchs Haus laufen. Toll. Ganz ruhig. Hallihallo. Ui, du Hübsche. Sieht meinen Katzen ja ziemlich ähnlich hier. Nur, dass meine Katzen mehr Fell haben. Hallo, Homura. Oh.
Oh, du Cutie. Oh, du Cutie. Liebe Frau Professor Shah, vielen Dank für Ihren jüngsten Beitrag über himmlische Anomalien. Er könnte eine perfekte Ergänzung für den Atlas sein, den ich zu veröffentlichen gedenke. Ich setze mich mit Ihnen in Verbindung, wenn ich beschließe, Ihren Beitrag oder damit verbundene Forschungsergebnisse in die Publikation aufzunehmen. Mit besten Grüßen, MPN Carnerius. Cutie. Cutie Pudi. Revelio. Schön. Klasse. Kölle, was haben kölle. Sie jetzt vor? Das verrate ich lieber nicht. Spaß. Ey, und ich habe mich noch was... Ich habe ja diese Haustruhe geöffnet. Und da haben wir eben... Habe ich diesen Mantel hier, den ich anhabe, bekommen von Sirin. Und ich dachte mir so... Das ist so ein geiler Mantel, warum kann man ihn nicht anziehen? Kann man, Angelika, kann man. Oh, it's raining. It's a rainer man. Hallelujah. It's not raining, man. Okay, was habe ich da? Auch wenn du am Ende versagst. Schenkelklopfer. Es ist alles voll mit Halloween-Gedöns. Ich lieb's. Ich lieb's. Ich lieb's. Ja. Wie die Eltern, so die Kinder. Spaß. Oh mein Gott. Das habe ich mir in die Hose gemacht. Ach, habt ihr euch wieder vertragen? Ich frag einfach nicht nochmal. So, haben wir hier irgendwo irgendwas, was ich noch nicht tun konnte? Hoppala, was da raus? Sag mal, bin ich dumm? Vorsichtig, du sitzt falsch. Sie hat gesagt, kein Damensitz. Oh. Wie er da einfach so steif wie ein Stock runterknallt. Och boy, so nicht, so nicht. Kein Damensitz. Kein Damensitz. So. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Die sind sowas von erledigt. Oh mein Gott, schon wieder ein Haar in meinem Auge. Hola. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. Okay. Arresto Momentum. Arresto Momentum verlangsamt die Bewegung von Gegnern und Objekten. Je größer das Ziel ist, desto weniger stark wirkt der Zauber. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich was hinmachen soll, weil das ist alles voll hier. Ich will den gar nicht. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Oh. Das war das Falsche. Oh ja, hallo. Das sieht creepy aus. Und sind Sie zufrieden mit mir? Im Schatten der Blutlinie. Sebastian und Ominous wurden dabei beobachtet, wie sie sich in der Nähe der großen Halle gestritten haben. Ich sollte herausfinden, worum es dabei ging. Sebastian, mein Schatz, ich komme. Wo ist er? Wir sind doch auch gerade bei der großen Halle, oder nicht? Scheinbar nicht. Ich komme immer noch nicht zurecht hier. Miau. Miau. Und
hier ist auch irgendein Rätsel, aber da weiß ich noch nicht. Da weiß ich noch nicht, was da was ist. Joi. Hi, Harry Potter. Harry Potter. Entschuldigung, was machst du da? Wenn ich meine Koboldsteine wieder hab, nehme ich es mit der Konkurrenz auf. Wenn es welche gibt. Der will doch auch. Ich bin's, Gareth. Hast du kurz Zeit? Gleich, gleich. Ich muss. Hoppala. Zuerst zu meinem Boyfriend. Der braucht meine Hilfe. Hey, Boys! Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Ich dachte, ihr streitet. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Mich interessieren die dunklen Künste. Die dunklen Künste wecken meine Neugier. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich will's wissen, aber müssen tut das nicht. Du kannst es mir sagen. Du kannst. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Ja. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Ja. Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch, auch Folterfluch genannt, er fügt dem Opfer unerträglichen Schmerz zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Er hatte keine Wahl. Wie entsetzlich. Armer Ominous, er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Und wo gehen wir jetzt hin? Bleib stehen, Sebastian. Bleib stehen. Was, wenn ich ihn verfolge? Also jetzt fühle ich, es ist schon ein bisschen unangenehm, ihm zu folgen, aber... Wir tun einfach mal so, als hätte er gesagt, dass wir mitkommen sollen, okay? Sonst, es ist ein bisschen gruselig. Aber ich möchte wissen, wohin er geht. Was macht ein NPC ohne mich? Sebastian. Collegehof. Sebastian. Oh. Verbringung. Hast du das gesehen? Das hast du mir beigebracht. Oh Mann, ich sag euch wirklich, mein ganzes TikTok ist voll mit Sebastian. Oh, ich find's lustig. Alle haben einen Crush auf ihn. Es ist immer, es gibt nur ein Entweder oder. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Es gibt auch Leute, die so eine richtige Abneigung ihm gegenüber haben. Und dann gibt es Leute wie mich, die ihm einfach hinterherlaufen. Sebastian. Läuft er eigentlich dann einfach durch ganz Hogwarts und hört nicht mehr auf zu laufen?
Oder bleibt er irgendwo stehen? Guck mal, Sebastian, es ist schon gar niemand mehr da. Nur noch die Geister und wir. Entschuldigung. Oh, Junge. Sebastian. Guck, wir könnten auch so zusammen tanzen. Weißt du? Oh, er setzt sich einfach hier hin. Sollen wir tanzen? Oh mein Gott, Leute. Ich wollte eigentlich nach Hogsmeade. Da gibt es ja eine Aufgabe und ich brauche Gedöns. Ich muss Gedöns kaufen. So, hier muss ich hin. Ich muss nämlich irgendwo schön, dass dieses schreckliche Lager weg einen großen Topf herbekommen. Mache ich. So, dann kann ich das nämlich anpflanzen. Oh Leute, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Einfach nur hier rumlaufen macht mich oberglücklich. Katze. Wir machen jetzt erstmal das hier. Was soll ich nur ohne sie tun? Was ist denn los, Garnuff? Hallo. Stimmt etwas nicht? Und ob? Mein liebes Mondkalb Biscuit wurde von Wilderern im Norden entführt. Teuflische Unholde. Ich wollte mich wehren, doch ich hatte keine Chance. Das mit Ihrem Mondkalb tut mir leid, Mister... Garnuff. Bloß Garnuff. Ich bin nur ein einzelner Kobold, nicht mal besonders mutig. Ich habe keine Chance gegen eine Bande elender Wilderer. Oh, meine arme Biscuit. Ich kann nur hoffen, dass ihr die Flucht gelingt. Warum sind die Wilder hinter dem Mondkalb her? Warum haben die Wilderer Biscuit entführt? Ich weiß es nicht. Mondkalbdung ist der ideale Dünger für Zauberpflanzen, aber ich glaube nicht, dass die Wilderer begnadete Gärtner sind. Wer weiß, was sie ihr antun. Sie könnten sie auspeitschen, häuten, ausweiden und ausstopfen, nehme ich an. Oh, Biscuit. Warum haben sie einen Mondkalb als Haustier? Ein ungewöhnliches Haustier. Warum haben sie sich Biscuit ausgesucht? Sie folgte mir eines Abends, wich mir nicht mehr von der Seite. Ich wollte eigentlich nie ein Haustier, aber jetzt kann ich mir kein Leben ohne sie vorstellen. Mondkälber gelten oft als dumme, einfältige Kreaturen. Aber Biscuit hat mir echten Charakter gezeigt. Ich würde sie weder gegen Hippogreif noch Hornschwanz tauschen, nicht mal gegen eine Gans, die goldene Eier legt. No, ich werde mich umsehen. Ich werde mich nach dem Mondkalb umsehen, Garnuff. Danke. Wären doch nur alle Hexen und Zauberer so nett zu Kobolden. Wenn sie sie sehen und zu mir zurückbringen, belohne ich sie auch für ihre Mühen. Halten Sie die Augen nach ihr offen. Und Vorsicht, die Wilderer sind absolut skrupellos. Ich bin auch skrupellos. Ich sollte versuchen, Garnuffs Mondkalb zu retten. Ich muss offenbar nach Norden, um die Wilderer zu finden. Sie wissen nicht, was skrupellos ist. Ich bin ein Sliver. Also, heilige Makrele, ich muss ziemlich weit in den Norden. Da war ich sogar schon mal. Ja, dann gehen wir doch in den Norden. Inse Nord. Komm, das machen wir jetzt. Dann fliege ich mal dahin. Ich hab was gehört. Ich hole den Koboldhelm zurück. Deine Leiche. Nicht. Willst du mir etwas steigen? Woo! Muss mal auf meinen Mantel achten. Scheinbar leuchtet er irgendwie, wenn man kämpft oder so. Oh nee, bitte lass mich in Ruhe. Ich hab so die Schnauze voll von diesen Viechern. Also, wo sind wir hier? Was gibt es hier? Hier gibt's eine Flamme. Da gehe ich mal hin. Bliblablub. Bliblablub. Oh, hey, Kitty Cat. Hab ich schon leise. Ich mache zu.
wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Okay, warte, ich muss mal kurz, Schluss mit der Wilderei. Kennt ihr das? Immer wenn ich frisch in das Spiel reinstarte, muss ich immer erstmal wieder so ein bisschen warm werden. Und dann bin ich wieder gut im Kämpfen. So. Ja, zu dir wollte ich eigentlich. Warte. Wo? Hoppala. Genau. Hi. Jetzt kann ich dich streicheln. Hello, Cutie. Cutie Pootie Tootie. Schmudi Booty. Ja. Wieder mal auf Abenteuertour? Jo, woher weißt du das? Ach, oh mein Gott. Hier gibt's keine Schätze. Ja, meine Katzen sind verrückt geworden. Stinky Winkies seid ihr. Stinky Winkies. So, was ist das? Wir gehen mal hier hin. Oh, hi. Wir gehen da hoch. Oh mein Gott. Ich habe Feuer gemacht. Sehr schön. Was muss man hier machen? Ha! Gut versteckt hier. Nice. Yeah. Dann geht es hier runter. Können wir einen kleinen Abstecher machen. Oh. Oh ja, hi. Oh, das sind einfach Trolle. Tschüssikowski. Open the door. Könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ja, gefährlich war es noch nie. Gefährlich war es noch nie. Na? Not richtig? Hallöchen. Schön. Gibt's hier mehr? More. Okay. Nö, das war's. Love it. Bin süchtig nach dem Gedöns. Okay. Ist noch ein Schädel. Euch lasse ich mal in Ruhe. Gut, dann haben wir hier nochmal so ein Gedöns. War dumm! Wehe, wenn das Reptil ist. Nee, nee, voll normal.
Kann ich mich bei ihm anschleichen? Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Oh, ich kann nicht mehr. Was ist denn hier los? Was wollt ihr von mir? Was ist denn hier los? Komm her, du Krass! Wir hätten dich gestohlen, du wolltest es vergessen. Du bist die Plage, die Treffer. Ich habe ihre Enkel, was du begonnen hast. Du hast Glück. Du bist eine Schlüpfer. Ne, Subi, Leute. Oh, welch angenehme Überraschung. What? Lol. Oh, hoppala. Oh, ich wollte... Ach, du Kacke. Damit wäre das erledigt. Huiuiui. Einfach per Zufall entdeckt. So, so. Jump und dran. Oh Gott. Was haben wir, Lelio? Expelliarmus. Du hast uns Noah Treadwell genommen. Das ist meiner! Wir haben nicht vergessen, dass du den Kobold-Tempel hast. Du hättest nie herkommen sollen. Keine Ahnung, was das war. Jetzt sicherer. Die lachen mich einfach aus, wenn ich Expelliarmus mache. Excuse me? Gibt's da was zu lachen? Rebellion. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Oh, da ist noch jemand übrig geblieben. Ich muss die Höhle des Flüchtigen finden. Achso, nee, da, Jabanol. Nee, wir gehen dorthin. Also, ihre Freunde habe ich schon umgelegt, ne? Sie jetzt auch. Das sollte. Das war knapp. Rebellion. Fast habe ich mich selbst umgebracht. Gut. Was ist das? Ein bisschen trinken hier. Lecker. Schmecker. Kann ich einfach reinlaufen, oder wie? Habe ich die schon mal geöffnet? War ich hier schon mal? Okay. Lederner Wintermantel. Gegen deine Nuss. Oh.
Badum. Dumm. Badum. Kabum. Das war ja unspektakulär. Das war ja unspektakulär. Ehrlich, so geht's nicht, Merlin. Schön.